Guten Tag, meine Damen und Herren, hier geht es um Autismus und heute um die Frage, was ist der Unterschied zwischen Asperger-Syndrom und atypischem Autismus? Die beiden Diagnosenamen Asperger-Syndrom und atypischer Autismus stammen aus dem ICD-10, das ist die 10. Überarbeitung der International Classification of Diseases der Weltgesundheitsorganisation. Das ist das Manual, das ein Psychiater nutzt, um eine Diagnose zu stellen. Das Asperger-Syndrom und der atypische Autismus gehören zu der Gruppe der tiefgreifenden Entwicklungsstörungen. Diese Gruppe der tiefgreifenden Entwicklungsstörungen zeichnet sich dadurch aus, dass alle Störungen in diesem Bereich angeboren sind und lebenslang bestehen und Auffälligkeiten in den Bereich der Kommunikation, der sozialen Interaktion und im Spektrum an Handlungen und Interessen aufzeigen. Das sind zunächst einmal die Gemeinsamkeiten. Unterschiede bestehen darin, dass sich der atypische Autismus auf die Diagnosekriterien des frühkindlichen Autismus bezieht und atypisch, also nicht typisch, bedeutet, dass etwas nicht stimmt, obwohl der diagnostizierende Arzt findet, frühkindlicher Autismus beschreibt die Verhaltensweisen dieser Person am besten von allen möglichen Diagnosen. Dass etwas nicht stimmt, kann A bedeuten, dass die Eltern ganz überzeugend berichten, dass man innerhalb der ersten 3 Lebensjahre bei diesem Kind keine abweichenden Entwicklungsverläufe beobachten konnte. Das ist beim frühkindlichen Autismus nämlich zwingend notwendig. Oder sogar beides, dass die erforderliche Anzahl von Mindestkriterien, die für die Diagnose frühkindlicher Autismus erreicht werden müssen, nicht erreicht wird. Also, entweder fallen die Auffälligkeiten erst nach dem 3. Geburtstag auf oder es sind nicht alle notwendigen Einzelsymptome sichtbar. Dann kann ein Facharzt die Diagnose atypischer Autismus geben. Das Asperger-Syndrom ist dadurch gekennzeichnet, dass die Auffälligkeiten gar nicht zwingend innerhalb der ersten 3 Lebensjahre beobachtet werden müssen, dass es keinen klinisch bedeutsamen Sprachentwicklungsrückstand gibt und dass es auf keinen Fall eine geistige Behinderung geben kann. Das bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass es beim atypischen Autismus eine geistige Behinderung geben muss. Menschen mit atypischem Autismus können sowohl hochbegabt als auch schwerstgeistig behindert sein oder ganz durchschnittlich begabt, selbstverständlich auch. Beim Asperger-Syndrom darf es keine geistige Behinderung geben und die Kinder müssen bis zum 5. Geburtstag mit der Produktion verbaler Sprache begonnen haben. Das muss beim atypischen Autismus nicht der Fall sein. Also, beides sind Diagnosen nach dem ICD-10 in der Gruppe der tiefgreifenden Entwicklungsstörungen. Der atypische Autismus ist aber am frühkindlichen Autismus orientiert. Im ICD-11, was im Mai 2019 verabschiedet wurde und erst 2022 Gültigkeit bekommen wird, wird es diese Begriffe aber gar nicht mehr geben, sondern dann werden wir den Begriff der Autismus-Spektrum-Störung verwenden. Sie wissen, Menschen im Autismus-Spektrum sind extrem unterschiedlich, denn nichts ist unmöglich. Autismus.